Beide Clubs haben ein schweres Manko zu verkraften. Bei den Linzern fehlt es an geeigneten Kaderspielern und bei Baumit Admira Wacker an Zuschauern. Wenn Sie zwei Wünsche offen hätten und einer könnte erfüllt werden, was wäre Ihnen da lieber? Endlich wieder gewinnen oder einen kompletten Kader zur Verfügung zu haben? Na, mir wäre lieber, wenn ich einen kompletten Kader zur Verfügung hätte, denn dann würden wir sicher gewinnen. Keineswegs unbescheiden, Walters Kocik, liegt doch der letzte Sieg des LASK schon über einen Monat zurück. Heute fehlen der gesperrte Sabitzer und die verletzten Kartalia und Weißenberger. Der LASK in den weißen Dressen mit der ersten guten Möglichkeit, der Schuss kam von Rabe. Dafür kann Skocic auf Medlitski wieder vertrauen. Er spielt trotz einer Sehnenverletzung am rechten Riss. Jetzt am Ball Anton Heiden. Heute hat er erst den Vertrag unterschrieben, spielte zuletzt bei St. Pölten. Und das ist das 1:0 für den Linzer ASK durch Alexander Medlitski. Halbvolle geschossen mit dem linken Fuß. 1:0 in der 13. Minute. Keineswegs unverdient die Führung zu diesem Zeitpunkt. Bei Baumit Admira Wacker soll Litovchenko die Rolle des Spielmachers übernehmen. Das gelingt ihm aber nur selten. Gefährlich ist er nur mit seinen Schüssen aus der zweiten Linie. Kaum Impulse aus dem Mittelfeld von Admira Wacker. Kogler heute fehlanfällig. Diesmal hat er sich durchgesetzt. Gaga auf Christian Meyer-Leb. Vorbei an Schickelgruber und das ist das 1:1 in der 20. Minute für Admira Wacker. Ein Fehler von Hofmeier, die Linzer wollten auf Abseits spielen. Hofmeier nach seiner Operation das erste Mal wieder in der Meisterschaft mit dabei. Aber sonst spielt er passabel bei seinem Comeback. 1:1 auch der Stand zur Halbzeit. Dann dauert es bis zur 60. Minute, bis zur nächsten nennenswerten Szene. Ramusch, Lorenz und Gaga rettet auf der Linie. Biskup, Bjerregaard, Litovchenko, ihm gelingt heute gar nichts. Vielleicht aus Frust auch dann dieses Foul von hinten an Lorenz und dafür gibt es für Litovchenko die Ampelkarte gelb-rot in der 77. Minute. Mit nur 9 Feldspielern hat Admira Wacker dann noch die große Möglichkeit auf den Sieg. Laszlo Klaus, der scheitert an Schickelgruber, Endstand 1:1. Ja, große Leistungen gelingen Admira Wacker im Augenblick anscheinend nur im UEFA-Pokal. Auf dem Totoschein bedeutet dies Spiel 5 und der richtige Tipp ist X. Mödling.